Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Heilpflanzen A bis Z, heute zum Buchstaben R. Da wären ganz viele Pflanzen möglich gewesen und ich habe beschlossen, die Ringelblume zu nehmen. Zur Ringelblume ist im Sommer schon ein eigenes Video entstanden. Da habe ich mich und die Ringelblume gefilmt, auch schon einiges dazu erklärt. Da ging es eher nochmal um den Standort, wie man sie erkennt, da seht ihr, wie sie aussieht und auch welche prächtige Ernte ich da so einfahren kann. Heute habe ich mal ein paar andere Schwerpunkte gesetzt. Die Ringelblume heißt Calendula officinalis. Der Beiname officinalis spricht häufig schon für die medizinische Wirksamkeit einer Pflanze. Die Ringelblume ist äußerst vielseitig einsetzbar. Bei Ringelblume denkt man heutzutage vermutlich eher an Hautcremes oder Salben. Sie ist bei uns so ein bisschen in den Hintergrund geraten und eher in der Kosmetik sehr oft enthalten und uns vielleicht daher bekannt. Die Ringelblume hat aber auch eine uralte Bedeutung als große Heilpflanze und spielt in vielen Regionen der Welt und zu unterschiedlichsten Zeiten eine große Rolle. Die Ringelblume war schon bei den Germanen der großen Göttin Freya geweiht. Im Mittelalter wurde sie auch Mariengold oder Sonnenbraut genannt. Die Ringelblume bringt auch wirklich die Sonne in den Garten und natürlich auch in die Teemischung. Auch die Blüte der Ringelblume zeigt schon, dass sie eine Pflanze der Sonne ist und das spiegelt sie in ihrem Angesicht wirklich wider. Die Ringelblume wird auch Nivelkblume genannt. Und diesem Namen macht sie alle Ehre. Sie hat bei mir den ganzen Sommer über geblüht, war eine wunderbare Bienenweide, eine Freude fürs Auge. Und umso mehr Blüten der Ringelblume ich geerntet habe, umso mehr hat sie auch nachgeschoben, bis der Frost kam. Am richtigen Standort ist so eine Ringelblume wirklich sehr ertragreich. Sie ist auch pflegeleicht und samt sich auch selber gerne aus, sodass dann schnell auch ganze Ringelblumenfelder entstehen, wenn man sie lässt. Wir können die Ringelblume ins Vitalwasser geben, also quasi einen Kaltauszug machen, einfach mit Wasser. Wir können sie als wertvolles Teekraut benutzen. Wir können sie auch in einem Ölauszug verfügbar machen und da vielleicht auch noch Salben draus herstellen. Man kann sie natürlich auch frisch oder getrocknet benutzen für Kräuterbutter, für Kräutersalze. Und die Ringelblume wird auch häufig für bunte Teemischungen verwendet, weil es einfach wunderschön aussieht, ihre bunten Blüten damit drin zu haben. Die Ringelblume wurde schon in alten Zeiten immer wieder und überall für Liebeszauber benutzt. Auch der Pfarrer Hieronymus Bock hat schon 1539 in seinen Werken beklagt, dass die Weiber die Ringelblume immer nur nutzen zur Buhlschaft, also um sich die jungen Männer irgendwie an Land zu angeln. Sie hat eine ähnlich hohe Bedeutung als Heilpflanze wie die Kamille und gilt als das Mittel zur Wundheilung überhaupt. Sie hat aber auch noch sehr viel mehr Anwendungsbereiche und Wirkungsweisen für uns. Die Ringelblume wurde schon in alten Zeiten im frühen Mittelalter benutzt zur äußerlichen Anwendung. Besonders bei Venenentzündung, bei Quetschungen, auch bei Sonnenbrand wurde sie benutzt, aber auch bei Verbrennungen und Verbrühungen. Bei Herpes und bei Geschwüren, auch bei vielen Entzündungen hat man die Ringelblume eingesetzt. Und bei Geschwüren sind durchaus auch bösartige gemeint, also krebsartige. In vielen alten Werken findet sich auch die Ringelblume als Teekraut. Da wirkt sie besonders gut innerlich als Tee angewandt gegen Krämpfe, aber auch bei Gallenleiden und bei vielen Leberbeschwerden. Auch bei Darmentzündungen und Drüsenleiden wurde die Ringelblume eingesetzt. Die Drüsenleiden werden heutzutage eher so Schwellung oder Entzündung von Lymphgewebe oder Lymphdrüsen genannt. Und dafür ist sie auch heute noch gut einsetzbar. Heute weiß man, dass die Ringelblume eine keimtötende Wirkung hat. Sie wirkt antibakteriell und desinfizierend. Sie wirkt auch reinigend und fördert die Wundheilung auf vielen Ebenen. Zum einen wirkt sie desinfizierend, zum anderen aber auch entzündungshemmend. Und sie aktiviert zusätzlich noch die Abwehrzellen unseres Körpers, die für den Wiederaufbau und die Zellerneuerung sorgen, sodass die Wunden einfach schneller und besser heilen können und sich auch schneller verschließen können. Die Ringelblume wirkt auch blutreinigend und fördert den Abtransport von Giftstoffen. Deswegen wird sie auch bei Leberleiden und bei Gallenbeschwerden gerne eingesetzt. Hildegard von Bingen nutzte die Ringelblume schon als Teekraut gegen Verdauungsstörungen und bei Vergiftungen. Sie hat sie auch äußerlich bei Hautekzemen eingesetzt. Früher hat man noch eine Specksalbe hergestellt, meistens aus Schweineschmalz, weil unsere Haut ja diese Art von Fett wohl besonders gut aufnehmen kann. Heutzutage ist es eher üblich geworden, die Ringelblume als Ölauszug zu benutzen. Später im Mittelalter wurde die Ringelblume auch als Frauenkraut sehr interessant und regelmäßig genutzt, besonders auch bei unregelmäßigen Monatsblutungen. Viele kleine und auch sehr große Wunden wurden mit der Ringelblume behandelt. Maria Treben hat sie besonders auch bei Pilzerkrankungen eingesetzt, egal ob das Schleimhäute betrifft oder auch beispielsweise Fußpilz. Auch bei größeren OP-Wunden hat sie die Ringelblumensalbe benutzt
und auch die Narben damit behandelt, um eine Narbenverhärtung zu vermeiden. Auch bei offenen Stellen durch Wundliegen hat Maria Treben die Ringelblumensalbe sehr erfolgreich eingesetzt. Aber auch für schönere Haut gegen Pigmentflecken, Blutschwämme oder Altersflecken war die Ringelblume damals schon im Einsatz. Selbst in Pakistan und Indien wird die Ringelblume bis heute hoch geschätzt und ist eine der beliebtesten Heilpflanzen. Dort wird auch die Wurzel und die Blätter etwas mehr mit benutzt. Bei uns ist es üblich, eher die Blüten zu sammeln. Die Ringelblume ist übrigens ein Bestandteil des Haustees der Familie Stohl, wem das was sagt. Ihr Lieben, das war wieder vieles zur Ringelblume. Wie gesagt, dazu gibt's schon ein Video. Ich verlinke euch das mal. Ich denke, die verweisen ganz gut aufeinander und können sich ganz gut gegenseitig ergänzen. Ich hoffe, ihr habt heute auch wieder etwas Neues für euch mitnehmen können. Ich wünsche euch einen Tag mit schönen Erlebnissen und bis bald, ihr Lieben. Tschüss!